Die Landschaft, die entspricht schon eher der Stimmung. Sogar der Baum ist traurig. Wir sind uns in unserer Einschätzung einig, der Berg muss bald aus sein. Irgendwann einmal geht einem das Gas aus, bevor uns das Gas ausgeht beim Gipfel. Ein Hut hat mir gegeben, damit es ein bisschen langsamer verrottet. Verrotten das habe ich trotzdem. Hallo und Grüße aus Melk, ich bin Förderbauer und heute geht es auf die 9. Etappe des Weltübersteigs Wachau. Und da nehme ich euch einfach mit, weil es hat lang genug gedauert, um dass ich da überhaupt filmen kann. Und jetzt mag ich nicht mehr warten da. Genau, gehen wir in Richtung Stift Melk. Schauen wir da hinauf. Das eine ist die Dunkelsteinerwaldrunde und da oben ist der Weltübersteig Wachau. Also Axbachdorf, Hammerschmiede ist unser Ziel. Ja, das ist aber ein enges Gassel, die 6er Gasse. Melk ist berühmt wegen seines Stifts und das lässt der Weg natürlich nicht aus. Ne? Sieht man jetzt zwar nicht sehr viel davon, aber das wird schon noch kommen. Ja, Stift Melk, 250 Meter Seehöhe. Hinten ging es zum Stift und da schauen wir noch, soweit wir können, ein bisschen zumindest hinein. Das ist eine so monumentale Anlage und die Besichtigung lohnt sich. So. Ein schöner Stiftspark, schöne Gartenanlage. Und wir, nach unserem kurzen Abstecher, gehen wieder hinunter, weil wir gehen also gern bergauf und bergab. Nicht verwirren lassen von der Dunkelsteinerwaldrunde. Weltübersteig! Ja, Gehsteig gesperrt. Ich gehe rein. Müssen wir zum Friedhof, oder? Der Tag steht irgendwie unter keinem guten Stern. Hm? Zuerst versetzt uns der Taxifahrer. Dann ist der Kameraakku aus. Der Nebel will sich nicht auflösen. Die Wetterprognose hat sich geändert. Irgendwas will damit aller Macht verhindern, dass wir da unser Erfolgserlebnis haben. Hm? Dem werden wir uns mit aller Kraft entgegenstemmen. Und werden da unbeirrbar voranschreiten in Richtung Schönbühel, weil da könnte ja jeder kommen. Ja, bei der Tankstelle nicht nach links hinaus, sondern geradeaus weiter. Da hat man jeden Laternenmast geziert mit dem Welterbesteig-Logo. Der Weg gestaltet sich heute äußerst abwechslungsreich. Wir haben zum Beispiel die Straßenseite gewechselt von der rechten auf die linke. Wir würden aber lieber den Untergrund wechseln oder die Aussicht wechseln. Das ist nämlich immer noch diese Straße da. Mit dem Ende der Stadt Melk fühlt sich offensichtlich niemand mehr für die Markierung zuständig, aber Tatsache ist, es geht geradeaus weiter über den Kreisverkehr drüber. Welterbesteig, na schau! Sensationell! Schau, da wäre eine Welterbesteigmarkierung gewesen. Ja, aber da kann man nicht gehen. Also man könnte natürlich die Welterbesteigmarkierung auch auf der Seite der Straße anbringen, auf der man den Gehsteig benutzen kann, aber naja. Ne? Ja, ihr habt es aber jetzt angesichts der Aufnahmen von dem schönen Flüsschen Billach nicht wirklich gedacht, dass die Straße schon aus ist, oder? Die Straße ist tatsächlich da vorne aus. Endlich, nach ca. 3 Kilometer. Endlich. So, nicht über die Billach drüber. Der Welterbesteig zweigt da scharf nach rechts ab. Billach-Mündung. Aha. Jakobsweg, Weitwanderweg. Na, da ist er doch. Der Welterbesteig. Welterbesteig. Billachberger Straße. Ja, des bisherigen Abschnitts wegen wird sich niemand an den Welterbesteig erinnern, der da hier begangen ist. Aber er gelobt Besserung.
Ja, ich würde euch gerne einen schönen Ausblick auf Melk zeigen. Seht ihr einen schönen Ausblick auf Melk? Ja, vor mir die Landschaft, die entspricht schon eher der Stimmung. Sogar der Baum ist traurig. Ja, ein schönes Rastbankerl wäre das hinter mir und auch die Aussicht wäre da nicht so schlecht. Und nachdem wenden wir uns nach links auf das Jonaskreuz zu. Das Jonaskreuz, 344, ne? Da sind wir doch schon über 100 Meter aufgestiegen. Da schaut die Geschichte schon sehr viel freundlicher aus. Hub, Axbach, Dorf, Hammerschmiede, 3,5 Stunden. Ja, da lehnt sich die Markierung weit aus dem Fenster und sagt uns, Welle, aber steigt gerade aus. Ein schöner Ausblick auf das Schloss in Schönbühl. Besichtigen kann man es leider nicht, Privatbesitz. Jetzt denkt man sich, da, aha, na gut. Na, da hinter dem Holzstoß ganz versteckt in den Wald hinein. Man ist auf dem Abschnitt immer dann richtig aussehen, sobald man das Schloss sieht, auch möglichst in Richtung des Schlosses hält. Da geht es jetzt hinunter. Ja, weiß ich nicht, musst du nehmen, was du brauchst. Welterbesteig, österreichischer Jakobsweg. Na gut, da. Der kurze Aufstieg nach Schönbühl ist ziemlich nett eigentlich gemacht. Da vorne haben wir das Schloss nochmal ganz toll. Schönbühl, 224 Meter Seehöhe. Na, wir werden dann doch auf die Straße hinaus dürfen. Hm? Schönbühl, 210 Meter Seehöhe, Welterbesteig nach rechts. Wie das wohl funktionieren wird mit einer Sackgasse und dem Welterbesteig? Hm? Schauen wir mal. So, ja, das gefällt uns gleich viel besser. Gell? Die Sackgasse gilt nicht für uns. Schau, ein Bankerl, wie gerufen. Sensationell. Habe ja doch einen Instinkt gehabt. Hm? Gestärkt geht es jetzt weiter voran. Das Bankerl ist uns wie gerufen gekommen, gell? Ja. Tja, und jetzt? Aha, Welterbesteig in Berging, 339 Meter Seehöhe. Gerolding. Mhm. Ja, Welterbesteigmarkierungen gibt es jedenfalls. Ja. Wird schon stimmen. Tja, es ist einfach so ein Jagdschlösschen da. Hm? Na schau, kämen wir aufs freie Feld hinaus? Leider nicht. Ja, da haben sie sich ein paar Tricks einfallen lassen, um ja keine Höhe auszulassen, gell? Wir sind uns in unserer Einschätzung einig, der Berg muss bald aus sein. Irgendwann einmal geht einem das Gas aus, bevor uns das Gas ausgeht im Gipfel. Was hältst du davon? Wir könnten die Geihexe eigentlich übers Video grüßen lassen, oder? Ja. Also, liebe Geihexe, liebe Claudia, falls du da zuschaust, hallo. Und Grüße von mir und von meiner Mama. Wir haben nämlich deinen Kommentar gerade gelesen und auch beantwortet live am Weg. Ja,
Also, wie du siehst, ich darf auch ganz schön schnaufen, wenn die Mama bergauf geht. Mit deiner Einschätzung hast du das auch nicht ganz unrecht. Momentan ist Puls 123, ja, das ist noch okay. Und was hast du? 147. 147, ja, das ist ja nichts für die Alter. Hinauf mit uns, schau, da schaut schon sehr licht aus. Da muss wirklich der Berg aus sein irgendwo. Hohenwarter Höhe. Axbachdorf Hammerschmiede in 1,5 Stunden. Ja? So, schönes Aussichtsbankerl. Mit leider nicht mehr ganz so schöner Aussicht wie gestern. Ja, in Ergänzung, was ich vorhin gesagt habe, als ich die Gäuhexe grüßen habe lassen. Das ist auch ein sehr empfehlenswerter Kanal, den werde ich verlinken auf dem Video irgendwo. Denn da haben wir ganz großartige Videos von Wanderungen, von Packraft-Touren mit tollen Landschaftsaufnahmen, coolen Drohnenflügen sehen. Ja, und sympathisch ist die Gäuhexe auch. Letzter Gruß vom Waldrand. Jetzt gehen wir da hin, Richtung Welterbesteig. Ja, da musst du beim nächsten Mal mitnehmen. Du hast es mir leider vergessen, die Schwimmflügel. Wir könnten mit einem Amphibienfahrzeug fahren, aber dann wären es ja keine Wandertouren. Ne? Ja, goldenen Oktober haben wir keinen gehabt bis jetzt. Heute ist der 1. November. Es ist nicht wesentlich goldener als im Oktober. Trotzdem, eine beeindruckende Laubfärbung gibt es da. Sumpfiger Teil zu erwarten, wenn man sich die Vegetation anschaut. Und tatsächlich, da kannst du ja versinken erst. Ja, das ist die ganze 9. Etappe schon sehr augenfällig, dass der nicht sehr viel begangen wird, der Weg. Das merkt man daran, dass du überall Gras wächst, auch wenn es ein Weg ist, gell? Ja, das kann schon sein, dass das relativ selten ist, dass der Welterbesteig in einem Zug begangen wird, beziehungsweise halt an 9 aufeinanderfolgenden Tagen oder 8 oder es schummelt wer, vielleicht ist da einfach keine Stempelstelle. Hm? Bildbuche in 512 Meter Seehöhe, Welterbesteig. Bildbuche ist den Weg alles Irdischen gegangen. Ein Hut hat mir gegeben, damit es ein bisschen langsamer verrottet. Verrotten das habe ich trotzdem. Ein Bild gibt's. Also für uns geht es noch nicht auf dem Forstweg weiter, denn da beginnt der Abstieg. Von der Bildbuche in einer Stunde ist auch die 9. Etappe zu Ende. Na schau, das ist aber ein hübscher Steigerl, oder? Aber hast du dir den Abstieg doch gefallen für 1,5 Kilometer, wenn es überall so wäre. Tja, Steigerl aus und Regen ein. Das hätten wir eigentlich anders haben wollen. Steigerl ein, Regen aus. Hm? Für feuchte Nachschub ist gesorgt. Stell dir vor, das Gelände könntest du uns da austrocknen, das wäre ja entsetzlich. Aha, eine auffällige Markierung. Aber da gibt es keinen Abstieg irgendwo auf die Seite hinunter. Welterbesteig, warum hat den so runiert? Deswegen, da jetzt, schau. Inzwischen hast du den Steig aus einer alten Maschinenweg gewandelt und der ist ordentlich steil. Damit macht man rasch Tiefenmeter.
Ja, das stimmt. Nur, ja. Was ist da noch? Da steht es immer oben drauf. Nord-Süd-Weitwanderweg. Aha. Nebelstein, Hochschwab, Eibiswald. Na schau, da haben wir es. Kapuzen abgesetzt, schon regnet. Ja, drüben Axbach-Markt. Da ins Tal hinein, Axbach-Dorf. Das hat schon vielen Leuten, die ins Navi Axbach eingeben haben, eine böse Überraschung beschert. Da ist nämlich dazwischen die Donau. Und da kommt man auch nicht wirklich hinüber. Entweder Brücke beim Elk, ne? Oder halt die nächste Fähre nehmen. Axbach-Dorf Hotel Donauterrasse und Hammerschmiede in 15 Minuten. So, ja. Und jetzt? Dann schauen wir noch ganz kurz einmal dort vorne. Ah, da ist ich schon ein Schüttel. Das ist jetzt ein ziemlicher Arscher gewesen da. Nur durch Axbach-Dorf durch. Aber lang ist es nicht mehr. Axbach-Dorf Hammerschmiede in 228 Meter Seehöhe. Ja. Und damit war es das von der 9. Etappe vom Welterbesteig-Wachau. Weiter geht es vielleicht hoffentlich auf der 10. Etappe vom Welterbesteig-Wachau. Nämlich von Axbach-Dorf über Maria Langeck nach Hofansdorf. Damit wir es halt noch richtig rausbringen. Ja, und falls ihr da doch nicht weiter zwischen wollt, dann geht noch immer ich mit da dabei und vielleicht sieht man sie einmal auf einer anderen Tour. Jetzt habe ich das Ende des Asphalts herbeigesehen. Also willkommen, Schlamm. Das ist auch gleich viel schöner, da sind ein paar fahrende Autos, sondern stehende LKWs. Man verzeih mir meine Offenheit, aber jeder von euch Zuschauern wird vermutlich auch zu Hause 3 Kilometer Straße haben, wo er entlang spazieren kann. Wir werden einen Vorteil heute genießen. Es wird demnächst zu regnen beginnen, sodass wir den Nebel nicht sehen müssen. Und die lassen wir jetzt im Regen aus, das bringt nicht sonderlich viel.